Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Rohstoffsektion der Formationstäter. Heute ist Sonntag, heute ist der 1. Juli 2018 und Gold. Hatten wir zuletzt miteinander darüber gesprochen. Entweder es gelingt den Bullen wieder über die 13.08 drüber zu gehen, dann wäre es sogar ein sehr bullisches Zeichen. Oder die Bullen geben hier diese Zone im Bereich von 12.85 bärisch auf. Das war die 61% Retracement-Marke dieser Anstiegsbewegung. Und dann hatten wir gesagt, okay, erstes Ziel ist diese aufsteigende Trendlinie im Bereich von 1260 Dollar und übergeordnet größere Wahrscheinlichkeit in Richtung 1240 US-Dollar. So, letztes Video im Übrigen hatte ich gesagt, Leute, Achtung, das ist echt schwach. Sieht eher so aus, als wenn wir jetzt so die nächste Welle bekommen. Wir bekommen diese nächste Welle. Also, das hat gepasst und das hat auch gepasst. Und ich will es auch nicht versäumen, euch zu sagen, Trader, ich hatte ja Ende 2017 Gold gekauft und hatte gesagt, hier habe ich einen Teil mitgenommen und ich würde wieder diese Unterstützungen kaufen, habe ich auch gemacht und ich habe euch auch gesagt, ich würde eher die Bewegung auf der Long-Seite präferieren und die richtig großen Positionen würde ich oberhalb dieser wichtigen Widerstandszone aufbauen und das, was ich hier übergeordnet präferiert habe, das hat nicht gepasst. So, das will ich bitte nicht versäumen, auch gesagt zu haben. Und es ist überhaupt nicht schlimm für mich, denn wisst ihr was? Das ist Teil des Tradens. Zweimal funktioniert es, einmal funktioniert es nicht. Dreimal funktioniert es, einmal funktioniert es nicht. Dreimal funktioniert es, zweimal funktioniert es nicht. So ist Trading. Punkt. Jetzt. Was macht man jetzt damit? Sind jetzt die Bären fertig? Oder ist Gold fertig? Also die Goldbullen fertig? Kommt ja nichts. Keine Stärke auf. Also, Leute, ja, ganz übergeordnet ist das hier bärisch. Übergeordnet immer weiter fallende Kurse. Aber mittelfristig tief, hoch, höheres Tief, gleiches Hoch, immer noch übergeordnet höheres Tief. Von dieser letzten Aufwärtswelle ist die 61% im Bereich von 1220. Das heißt, alles, was der Markt hier noch macht, ist übergeordnet nicht schwach. Ich hoffe, dass das verständlich ist. Ich würde, nachdem jetzt der Markt eine Gesamtbewegung gemacht hat von 8%, 120 Dollar auf der bärischen Seite, würde ich hier jetzt nicht additiv mehr mich nach Shorts umgucken. Hier hatte ich noch gesagt, man kann kurzfristig jetzt auf der Short-Seite traden. Jetzt gerade ist mir der Markt kurzfristig zu überverkauft. Ich würde aber auch jetzt nicht sofort sagen, super, alles klar, ist überverkauft, ich kaufe. Denn wisst ihr was? Die Bullen haben zugelassen, dass die Bären ganz schön viel Porzellan zerbrechen. So, das heißt, selbst wenn jetzt eine bullische Bewegung in den Markt kommen würde, jegliche primäre Stärke wird erstmal mit großer Voraussicht wieder abverkauft. Und es besteht nach wie vor das Potenzial 1220, 1200 zu sehen. Und deswegen, entweder ihr seid Bären, wunderbar, dann würde ich persönlich, das ist das, was ich machen würde, mit einem engeren Stop-Loss arbeiten und diese Gewinne hier nicht mehr abgeben. Oder man hat keine Position in diesem Markt. Und bitte beachtet, falls der Markt jetzt wieder 3-4 Tage liegen bleibt, da komme ich wieder raus und sage, Achtung Leute, ist nach wie vor schwach, würde ich immer noch nicht traden, weil wir immer noch nicht an dieser Unterstützung im Bereich von 1240 gewesen sind. Wir würden in eine richtige, wichtige Unterstützung reintreten. Falls der Markt aber 2-3 Wochen hier liegen bliebe, würde ich sagen, wisst ihr was, jetzt hat er sogar das Potenzial, direkt hier runter zu laufen in Richtung 1220, 1200. Insgesamt nach vielen 1, 2, 3, 4, 5, Pause 6, 7, 8, 9, 10 Kerzen tieferen Tiefs, würde ich persönlich sagen, okay, zu überverkauft, um noch zu shorten, zu schwach, um den jetzt in irgendeiner Art und Weise zu kaufen. Entweder bildet der Markt eine breite Konsolidierung, die dann ganz breit bärisch wieder fortgesetzt wird, oder wir bekommen in den nächsten Tagen, eher Wochen, eine breite Bodenbildung hier in dieser Zone 1220, 1200. Das bedeutet aber auch, dass stärker erstmal abverkauft wird, dann nochmal stärker abverkauft wird und dann kriegen wir die große Bodenbildung und dann können wir sagen, okay, können die Goldbullen nochmal angreifen oder müssen wir davon ausgehen, dass dieses mittelfristig aufwärtsgerichtete Tief, Hoch, höheres Tief in Gefahr gerät und dass wir sogar wieder unter die 1200 fallen werden. Bitte schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das verständlich gewesen ist, was ich erklärt habe
oder ob ihr sagt, nee, so richtig kapiert habe ich das nicht. Wenn euch das gefallen hat, seid ihr herzlich eingeladen, das zu bewerten. Wenn ihr das auf irgendwelchen Finanzseiten guckt, kommt gerne auf unsere Homepage und schaut euch gerne weitere Videos zu Kryptos, zu Indizes, zu Aktien an oder auf unserem YouTube-Kanal. Seid ihr herzlich eingeladen, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und last but not least, wir haben ebenfalls eine Ausgabe zu Silber von für euch, wo wir die aktuelle Situation von Silber erläutert haben. Vor wenigen Tagen verlinken wir euch sehr gerne hier mit rein. Und last but not least, ich wünsche euch, wie immer, vom Herzen, dass ihr hoffentlich alle kerngesund bleibt. Und wenn ihr mögt, bleibt uns Formationsdatern doch bitte gewogen.